Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Der geht auch gleich für euch weiter. Ich habe nur eine mega, mega geniale Sache und zwar von Banana Beauty. Ihr wisst ja, dass ich meine Schminksammlung aussortiert habe. Das werdet ihr jetzt in dem Vlog auch noch sehen. Ich habe einfach eiskalt meine Schminksammlung aussortiert. Und jeder, der mich schon lange verfolgt, weiß, dass ich absolut Beauty-obsessed bin. Ich liebe Schminke, ich liebe alles, was Beauty ist, ob es auch Gesichtspflege und so weiter ist. Ist einfach eine absolute Leidenschaft von mir. Dennoch muss ich natürlich gestehen, dass ich nicht mehr so viel Zeit dafür habe, wie es mal in der Vergangenheit gewesen ist. Und ich hatte damals einfach eine extrem große Schminksammlung. Ich bin jeder LE hinterhergerannt und. Ich habe es einfach geliebt, 100 Millionen Nude-Töne zu haben und Rottöne zu haben und von allem einfach viel zu viel. Und deswegen habe ich meine Schminksammlung um gute 85% reduziert. Und zwar habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr meine ganzen Schränke voll, sondern ich habe nur noch eine einzige Beauty-Schublade und zwar die von meinem Schminktisch. Das ist auch eine große Schublade. Und ich habe es schon in meinem Vlog gesagt, die Sachen, die jetzt hier drin sind, die können sich wirklich was drauf einbilden. Das sind meine absoluten Lieblinge und meine absoluten Favoriten. Ich habe so ziemlich von jeder Marke was weggegeben, mal was behalten, Sachen komplett aussortiert. Und was soll ich euch sagen? Ich hatte über 200 insgesamt Liquid Lipsticks, Lipglosse, Lippenstifte. Wenn ich Lippenstifte und Lipglosse noch mit reinzähle, dann sind wir bestimmt bei 300. Also ihr habt es ja gesehen, es ist jetzt wirklich nicht übertrieben, diese Zahl. Es ist wirklich so. Und es gibt nur eine einzige Marke an Liquid Lipsticks, die ich behalten habe. Und zwar alle von Banana Beauty. Ich habe nicht eine einzige aussortiert, weil es einfach die besten sind. Die haben mich nie im Stich gelassen die letzten Jahre. Ist es mir einfach aufgefallen, dass ich keine andere Marke mehr benutzt habe und deswegen war es einfach zu schade, mir diesen ganzen Platz hier zu rauben und deswegen habe ich sie einfach jetzt alle aussortiert und jetzt habe ich nur noch hier meine allerliebsten, liebsten Liquid Lipsticks, ganz, ganz viele, noch viel, viel mehr. Und ich kann mich nicht davon trennen, weil sie sind einfach die besten. Und ich benutze ja auch nichts anderes. Genauso wie die ganzen Glosse sind einfach nur mega, mega genial. Was ich jetzt auch gerade aufgetragen habe, es liegt noch hier oben drauf. Und zwar ein Primer. Auch der, ohne den geht gar nichts mehr. Also bevor ich irgendwas auf meine Lippen gebe, gebe ich einen Primer drauf. Meine Lippen sind dadurch sehr smooth. Das ist wie, wenn ihr eine Foundation aufträgt und ihr habt davon Primer drauf gemacht, damit alles so ein bisschen glatter wirkt oder ist und einfach weicher ist und besser hält. Also ganz, ganz, ganz große Liebe dieses Produkt. Und was ich auch benutzt oder beziehungsweise behalten habe, sind diese Lip Butters. Die gibt es in einigen verschiedenen Farben und das sind meine absoluten drei Lieblingsfarben, die ich jetzt behalten habe. Und zwar ist es einmal Bake Me Happy. Das ist ein wunderschöner Braunton. Die sind unglaublich cremig, wie der Name schon sagt. Lip Butter, unglaublich cremig. Das ist so ein leichter Rosenholzton, würde ich schon fast sagen. Dann haben wir Treat Me. Ist ein wunderschöner Nude-Ton. Wie hübsch ist diese Farbe, bitte? Oh mein Gott. Und dann haben wir noch Cherry on Top. Sehr, sehr cooler Name und eine wunderschöne Farbe. Boah, die ist so, 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 so hübsch. Richtig genial. Und die sind super duper cremig und halten aber dennoch sehr gut. Und ich finde, dass sie halt super schnell aufzutragen gehen. So. Ohne dass man da großartig rummachen muss. Ein super, super schöner Ton. Absolut in love. Die benutze ich auch sehr, 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 sehr gerne. Gerade wenn es so ein bisschen schneller gehen muss. Weil bei einem Liquid Lipstick, da arbeite ich schon sehr, sehr, sehr präzise. Weil ich einfach weiß, das hält den ganzen Tag, verschmiert nicht und läuft mir sonst nirgendwo hin. Das muss dann on fleek aufgetragen werden. Und bei denen ist es so, die mache ich mal schnell drauf. Und die halten und sehen so, so, so nice aus. Und die sind auch richtig so cremig, weich und so. Die fühlen sich fast an, wie wenn man nichts drauf hätte. Die sind ganz seidendünn irgendwie. Also sehr, ich habe das Gefühl, ich habe nichts drauf. Also sehr genial. Also absolute Schätze generell. Ich habe ja hier auch zum Beispiel meine ganzen Mascaras.
Alle sind geblieben. Ich habe sie nicht weggegeben. Meine allerliebste braune Mascara hier zum Beispiel oder meine wasserfeste Mascara, die ich ja auch an meiner Hochzeit getragen habe. Also ganz, 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 ganz große Liebe. Die Banana Beauty Produkte, ich habe nichts davon aussortiert, weil es einfach die besten sind. Das sind meine Lieblinge. Schaut sehr gerne bei Banana Beauty vorbei. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir auch sehr gerne in die Kommentare zu bestimmten Farben oder. Ihr bekommt mit meinem Code ganze 40%. Das ist eine Menge. Richtig, richtig genial. Und zwar auf komplett alles. Ab einem Mindestbestellwert von 59 Euro. Und jetzt kommt das Geniale. Ihr dürft euch eine Lip Butter eurer Wahl, es gibt insgesamt, ich glaube, 6 oder 7 verschiedene Farben, ihr dürft euch eine einfach mal gratis aussuchen. On top, also 40% und eine Lip Butter gratis on top ab einem Mindestbestellwert von 59 Euro. Also ziemlich, ziemlich genial. Schaut unbedingt vorbei, wenn ihr gerade was testen möchtet, nachbestellen möchtet, verschenken möchtet oder. Also viel Spaß beim Shoppen. Die ganzen Infos gibt es nochmal in der Infobox, also schaut da gerne vorbei. Und für euch geht es jetzt mit dem Vlog weiter. Also viel Spaß, ihr Lieben. Ciao, ciao. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben Samstag und weder mein Mann noch ich kommen irgendwie so richtig aus dem Bett. Bisschen so müde, keine Ahnung. Also ich bin eigentlich gestern voll früh eingeschlafen. Ich weiß nicht, die Jungs sind aber heute auch so extrem früh wach gewesen. Um 10 vor 6, 5.50 Uhr haben die oben schon gespielt und Terror gemacht. Oh Gott, also... Ich werde mir jetzt mal kaltes Wasser ins Gesicht klatschen und ein bisschen Gesichtsreinigung machen. Ich habe meine Produkte schon rausgeholt. Ich werde jetzt einmal Peeling benutzen. Das ist nach wie vor mein absolutes Lieblingspeeling, Coco Pure von Hello Body. Und dann werde ich mein Gesicht schön reinigen, sauber machen mit dem Double Bubble von Yapoda. Das ist ein Reinigungsschaum. Danach werde ich das Must-Have verwenden, mein Liebling, um schön Feuchtigkeit zu bekommen. Dann gebe ich mir ich mache immer erstmal das hier von Hello Body Hyaluron. Das mache ich nicht immer, aber die letzte Zeit versuche ich es öfter mal zu machen, gerade so im Bereich hier so Augenpartie so ein bisschen und hier auch so ein bisschen am Mund. Ja, einfach ein bisschen vorzusorgen mit Hyaluron. Aufs gesamte Gesicht gebe ich dann das Repair Hero von Yapoda und auch die Tagescreme. Genau. Jetzt putze ich aber erstmal meine Zähne, dann mache ich die Gesichtsreinigung, dann kämme ich meine Haare zurecht, ziehe mir noch irgendwas Kuscheliges, Warmes an und dann geht's runter. Dann werde ich endlich mal Frühstück für uns machen. Genau. So. Fertig, Gesichtsroutine beendet, Haare zusammen gerade gemacht, was Kuscheliges angezogen und ich hatte eine Sache vergessen und zwar benutze ich jetzt wirklich schon, seit ich es euch eigentlich gesagt habe, dass ich habe ja meine Wimpern abgemacht und am nächsten Tag habe ich direkt damit begonnen, Wimpernseren zu benutzen und zwar benutze ich diese zwei, weil ich denke mir so, hält besser, der eine ist vielleicht besser, der andere vielleicht nicht, ich kann es nicht beurteilen. Ich benutze auf jeden Fall gerade dieses Wachstumsserum von Asam, M-Asam und einmal das hier von Banana Beauty. Das ist ein Lash und ein Wimpernserum und ich benutze eins davon morgens und eins davon abends in der Hoffnung, dass es einfach so gut hält oder so gut wirkt. Genau, weil ich möchte nicht eins testen und dann irgendwie enttäuscht sein nach einigen Wochen, deswegen ich mache immer eins morgens, eins abends drauf und dann wird es schon seinen Teil tun. Genau, das habe ich vergessen zu erwähnen. So, ich gehe mal runter und mache unsere berühmten Pfannkuchen wie jeden Samstag. So, die ersten Pfannkuchen werden schon gegessen. Ich habe hier gerade meine Woche wieder aufgefüllt von meinen ganzen Nahrungsergänzungsmitteln und Vitaminen und mein MSM ist leer gegangen. Muss auf jeden Fall direkt heute bestellen. Ich habe es jetzt noch bis nächste Woche Mittwoch oder Donnerstag. Und ja, muss ich auf jeden Fall wieder auffüllen. Deswegen, das werde ich gleich nach dem Frühstück bestellen. Ich zeige es euch jetzt direkt, dass ich es wegschmeißen kann, weil ich ja gestern euch die aufgebrauchte Sachen gezeigt habe. Also das kommt jetzt auch in den Müll. Das sind übrigens Samus neue Schuhe. Die ich euch gezeigt hatte von Feuerwehrmann Sam, da ist er tatsächlich nicht reingekommen wegen seinem Fußspann. Deswegen haben wir jetzt die geholt, die er auch im letzten Jahr anhatte. Die sind jetzt wieder von der Marke Elefanten. Genau. Sind sehr, 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 sehr nice. Schönes Profil, schön gefüttert und die sind auch gerade von 60 auf 50 Euro aktuell im Angebot bei Deichmann. So, mittlerweile haben wir 10 Uhr oder sowas. Ich weiß es gar nicht, vielleicht sogar schon 11. Nee, wir müssen schon 11 haben, weil meine Schwester jetzt gerade weg ist zum Nebenjob.
Die Jungs sind unten gerade dabei, das Regal aufzubauen. Ich habe gedacht, ich gebe denen einfach mal eine Aufgabe, dann sind sie mal so eine halbe, dreiviertel Stunde beschäftigt mindestens. Dieses Regal, was ich bei Lidl letztens geholt habe, was wie so ein Häuschen halt eben, das sind sie jetzt gerade am Aufbauen. Und ich habe jetzt hier einmal gerade die Ecke freigeräumt und auch meinen Schminktisch freigeräumt, weil ich werde jetzt einfach starten. Ich werde einfach starten, weil wenn ich viel rede, dann passiert auch nichts. Deswegen, ich muss loslegen, weil ich habe ja gesagt, ich möchte meinen kompletten Klamotten aussortieren, meine Schuhe, meine Taschen. Schuhe und Taschen sind noch nicht mehr so dringend, weil da habe ich aktuell Platz. Aber ja, wobei Taschen müsste schon noch mal ein bisschen. Aber auf jeden Fall Klamotten. Aber heute starten wir mit der Schminksammlung. Ich werde das jetzt in einem separaten Video drehen. Deswegen, wenn euch das interessiert, Schminksammlung ausmisten, aussortieren, dann schaut da gerne rein. Mein Ziel ist es, 3 Schränke wegzubekommen. Am Schluss nur noch einen da zu haben, wo ich so mein ganzes Krimskrams drinne habe. Schreibsachen, Bastelsachen, was weiß ich, einfach so ein bisschen, wo ich sage, das ist so mein Zeugs. Und dass ich wirklich am Schluss nur noch meine Schminksachen, die ich wirklich benutze und liebe, hier in dem Schminktisch drin habe. Aktuell sind hier ja wirklich nur Sachen für die Lippen drin. Da sind noch nicht mal die Lippenstifte mit drin. Deswegen, das ist mein Ziel, das da alles reinzubekommen. Also, ich würde sagen, ich leg mal los. Oh Gott, Leute, ich tu's. Ich habe schon echt viel gefilmt. Hier zum Beispiel die Schublade jetzt auch schon fast komplett aussortiert. Hier ist alles drin. Also ich habe jetzt echt viel, was ich weggebe. Am Ende soll ja, wie gesagt, alles hier reinpassen. We will see, ob ich das hinbekomme. Wir haben jetzt aber schon nach 1, deswegen werde ich erstmal jetzt Mittagessen machen und dann werde ich hier weitermachen. Also auf der einen Seite fühlt sich das total befreiend an. Auf der anderen Seite ist es schon echt ein kleiner Heartbreaker, weil viele Sachen, die sehe ich, gefühlt habe ich die Jahre nicht mehr gesehen. Und wenn ich weiß, boah, ich bin denen voll hinterhergerannt oder habe die extra aus Amerika bestellt oder viel Geld dafür bezahlt. Und ich bin traurig, aber es muss sein. Es muss sein. Es ist vollbracht. Es ist ein bisschen dunkel gerade. Mach mal hier das Licht an. Ich habe die Rollladen nämlich gerade runtergemacht, damit hier nichts mit der Schminke passiert. Ich habe jetzt hier oben Sachen, die werde ich verlosen. Die sind nämlich komplett neu. Und ich habe alle Fächer jetzt leer, wo Schminke drin war. Das Einzige, was ich noch habe, ist dieses Fach. Das ist jetzt tatsächlich noch einfach, was übrig geblieben ist. Und zwar sind da jetzt hier zum Beispiel so Q-Tips drin oder diese ganzen Blender und die Paletten. Genau, weil das hatte keinen Platz in der Schublade. Aber ja, weil Paletten, die sind halt schon recht groß und dann ist es halt schwierig. Und ein paar Fake Lashes habe ich mir auch bewahrt. Also diese Schublade ist jetzt sozusagen meine Beauty-Schublade. Und das hier ist wirklich alles drin. Also hier diese ganzen Liquid Lipsticks und Co., Puder, Concealer. Hier sind auch Augenbrauen-Sachen drin und Mascara. Nochmal ein paar Puder, die Foundations, hier so ein paar Tools, die man braucht, hier so Primer und Fixing Sprays. Ja, es hat wirklich alles in diese Schublade reingepasst, tatsächlich. Also wie gesagt, außer noch die eine. Aber hi, diese ganzen Paletten und so da reinzukriegen, ist schwierig. Aber es ist nur die eine, kann ich noch entbehren. Und hier steht jetzt überall mein ganzes Make-up-Zeug rum, alles irgendwie verräumt in so Kisten. Nach Kategorien, also nicht einfach alles rein, sondern wirklich nach Kategorien. Und ich hoffe, dass am Dienstag sich alle ganz kurz Zeit nehmen, ganz kurz vor allen Dingen Zeit nehmen und es eigentlich alles mal durchzugehen. Es ist schon einiges. Es ist wirklich einiges. Also im Video dazu, was ich jetzt separat abgedreht habe, werdet ihr das ja nochmal genauer sehen, was ich jetzt alles weggegeben habe und was ich alles behalten habe. Wahnsinn. Jetzt haben wir schon 4 Uhr, jetzt muss ich mich endlich mal ransetzen, das heutige Video zu schneiden und ich muss noch eine Instagram-Story drehen, also jetzt muss ich wirklich reinhauen. Ich habe es jetzt doch nochmal ausgebreitet. Leute, das ist das, was alles wegkommt. Ich weiß nicht, wie gut es in der Kamera rüberkommt, aber es ist unglaublich viel. Gerade diese Kiste hier,
da sind bestimmt 200 Liquid Lipsticks drin, mindestens. Das ist so krank. Also ja, es ist wirklich einiges. Auch hier die Kiste ist so komplett voll. Alles ist voll. So viele Pinsel und überhaupt. Also ja, das ist das, was einmal komplett wegkommt. Also echt, echt, echt heftig. Dass ich so, wenn man das so in den Schubladen hat, weiß man, okay, ich habe viel Zeug. Aber wenn man das so vor Augen geführt bekommt, dann ist es schon nochmal ein kleiner What the fuck-Moment. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ich ja hier eigentlich auch noch alles voll habe. Also krass. Aber es ist echt Heartbreaker-Moment. Hallo, da melde ich mich mal wieder. Mittlerweile schon 8 Uhr. Die Jungs sind jetzt im Bett, haben gerade Abend gegessen und davor, oh Gott, ich habe so Schluck auf, davor habe ich eigentlich die ganze Zeit mein Video geschnitten. Genau. Ist jetzt aber auch fertig und gerade am Hochladen. Jetzt bin ich gerade nochmal mit dem Rocky Gassi. Und oh, die frische Luft tut richtig, richtig gut gerade, weil ich jetzt schon lange eben die ganze Zeit an meinem PC saß, beziehungsweise davor ja die ganze Zeit nur in meinem Zimmer war und da ausgemistet, aussortiert habe. Mein Herz weint übrigens immer noch. Naja, aber ich bin auch froh, dass ich es heute mal angegangen bin und ich werde das jetzt so machen, dass ich die nächsten Tage, immer wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, das dann auch das Gleiche mit den Klamotten mache und mit den Taschen und mit den Schuhen. Genau. Ja. Jetzt passiert nicht mehr großartig was. Mein Mann ist gerade schon dabei, irgendein wichtiges Fußballspiel läuft. Die Kids sind im Bett. Ich werde jetzt noch ein bisschen arbeiten, also dass ich mein Video final online stelle. Ich denke, so eine Dreiviertelstunde, Stunde muss ich ungefähr noch arbeiten. Und dann werde ich aber auch chillen und den Abend genießen. Boah, wir haben so einen krassen Vollmond. Das sieht so, so, so genial aus. Muss ich euch gerade mal zeigen. Aber ich sag schon mal, ihr Lieben, gute Nacht und bis morgen. Ach Mist, es kommt gar nicht so gut in der Kamera rüber, aber trotzdem mega der schöne Vollmond.